Da versteckt sich doch irgendjemand. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh bitte, sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hey, hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich will hier raus. Vergiss es. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Orga nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ach nichts. Dann stör auch nicht. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Hey! Man kann über diese Organons sagen, was man will. Aber sie wissen, wie man einen anständigen Kaffee macht. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, so als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Mit diesen Dingern habe ich früher immer Toni erschreckt. Wenn man vorher Spinnennester aufsaugt, ist es besonders lustig. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel.
Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Irk, wie in... Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Ja. Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Upsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Von hier oben sieht Deponia eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen.
Er schläft wie ein Baby. Ja, was genau genommen noch besser so ist. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Druck zugelassen. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf A. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen WURG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen HOLLA-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben WURG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen WURG-122. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf A. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen WURG-75. B. Einen Schraubenzieher. C. Das ist alles, wenn ich... Passt! Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? HOLLA-55. So. Antragsformular 7. Antrag EC. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Diese Scheusale. Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Stör ich? Ruhig! Welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da?
Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann. Er hält sich offenbar für den coolsten. Wie kann man nur so eingebildet sein? Die sind ja wie Gehirn gewaschen. Hintereinander bei 40, 60 und 95 Grad. Der gute alte Janosch. Wer hätte gedacht, dass ich mich jemals so freuen würde, ihn zu sehen? Ich sollte mich mal untersuchen lassen. Hey Janosch. Hallo Rufus. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galev meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tote? Tausende Tote. Das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaskatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Oh, lässt sich das schwer biegen. Ich hoffe, da kommt bald mal was. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten.
Warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ha! Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre pulen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Ohne das passende Antragsformular ist... Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Strich 75. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha. Das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Dass Cowboy Dodo ihn überrumpeln konnte, verdankt er nur meiner grandiosen Vorarbeit. Er war bestimmt aus der Puste, weil ich so schnell vor ihm weggerannt bin. Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still! Hey, es hat geklappt! Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Funktioniert!
Ah, Herr Doktor, endlich! Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Seziermesser und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicorée. Sie meinen Chirurg? Das auch. Den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ah, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Na, das hat doch geklappt. Wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir ist speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit! Ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht?
Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Ja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Was für ein schönes Andenken. Ich werde Gol gegenüber anregen, dass wir ihn auf Elysium über unser Bett hängen könnten. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Och, und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Oh, das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Holler-5. So. Stopp, 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 stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen! Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Bitte verzeih mir. Wie es aussieht, habe ich dich komplett falsch eingeschätzt. Schon gut. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon... Thank you.
Jämmerlicher Depp! Kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert! Also reg dich doch nicht so auf! Du klingst ja schon fast wie Cletus! Ich bin Cletus! Hä? Tja, Überraschung! Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt! Aber nicht du! Du Dementer! Selten dämlicher! Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, Mononomie. Boah, was hat der für eine fiese Charakter? Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße! Selber schuld, Drecksack! Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Na, ist dir etwa kalt? Verstehe. Na, ist dir etwa... So, Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Appenbot? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten! Aber... Weggetreten, sage ich! Ja, Herr Amtmann. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Hm? Irgendeiner brummt hier schief mit. Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Oh!
Algernon! Endstation Armageddon! Oh, 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 Algernon! Algernon! Oh, Algernon! Was tun Sie denn da? Entschuldigung, Herr Amtmann. Algernon! Ich hätte einen Rebellen gesehen. Lassen Sie den Unsinn. Wir sind noch nicht fertig. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule Akutpforte. Einmalige Anwendung. Hey, Toni! Was? Boah, wie bist du denn, Drupp? Ich dachte, du machst jetzt eine Therapie. Mein Therapeut hat sie abgebrochen und mir stattdessen ein Rezept für einen Strick ausgestellt. Cool. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Ich doch nicht. Wie kommst du denn darauf? Rufus? Moment mal. Drohender Unterton? Aggressives Gefunkel im Auge? Hey! Er hat es geschafft. Du bist wieder ganz die Alte. Das war nicht Ziel der Therapie. Ach, wen interessiert denn, was das Ziel war? Hauptsache, es hat geklappt, oder? Ach, irgendwie habe ich dieses Geräusch vermisst. Danke, einmal reicht. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Damit könnte man nicht mal einen Schrumpfkopf erhängen. Gute Neuigkeiten! Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Jetzt sitzt er in der Falle. Und?
Der ist jetzt der Klügere. Hm? Hey, hey, hey! Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Hm? Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komme ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins? Ich borge es mir kurz aus, okay? Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Boso gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Oh, dann eben nicht. Hey Boso, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Rufus! Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Ah! Elysium fällt auf Deponia! Wir werden alle sterben! Unsinn! Das ist Elysium! Das Sinnbild der Hoffnung! Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen! Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Ah! Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank.
Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut. Bringen wir es hinter uns. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Ach, interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Hä? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Dr. Smileys Glückspastillen machen Mut, schmecken gut. Und dann ist da noch ein Sternchen, das auf eine kleingedruckte Fußnote hinweist. Moment, hier. Erhöhen die Suizidgefahr, verklumpen dir dein Blut. Döbloprazol 2. Wer mehrmals isst, hat mehr davon. Probieren Sie auch Cortisolin C und C, Fifabrycoson, Riazepan, auch als Riazepan DLC erhältlich. Sowie viele weitere Leckerbissen aus der EA-Produktpalette. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Es doch nicht. Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Nicht im Mantel, hörst du? Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen!
Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's! Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Na gut, du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Alef, was lungerst du da rum? Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Also man kann über den Krieg sagen, was man will. Der Look ist einfach cool. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Naja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Keine Zeit für Spaziergänge. Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht, so ohne mich. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Lustige Idee. Ein Selbst... Ich hab die Moneten. Die 5 Slotti? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotti? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei.
Das ist sie, die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch war da auch schon vorher drin. Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen leine lassen. Das heißt alleine lassen. Mit A. Also wirklich. Goli! Mietz, Mietz, Put, Put. Putti, Putti, Put. Goli, Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich.